Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Bevor wir in das Thema starten, ein kleiner Disclaimer. Ich will niemanden zu nahe treten, allerdings triggert mich die momentane Hysterie. Tausende von zumeist jungen Menschen gehen für die Umwelt und für das Klima auf die Straße. Die wenigsten haben sich die Zeit genommen, sich kritisch mit den Themen auseinanderzusetzen. Schaut euch also diesen Beitrag bitte bis zu Ende an, bevor ihr euer Urteil fällt. Hurra! Die Welt geht unter. Zumindest könnte man dies glauben, wenn man sich mit den immer wieder aufkeimenden Horrorszenarien beschäftigt, die sich gerade jetzt und in den vergangenen Jahrhunderten zu manifestieren drohten bzw. drohen. Bereits im finsteren Mittelalter war das Geschäft mit der Angst ein beliebtes Businessmodell der Kirche und der Adeligen, ihre Pfründe aufzustocken. Die Rede ist hier vom Ablasshandel. Neben Sex lässt sich nun mal auch mit der Angst auf vielfältige Art und Weise rentable Geschäfte machen, wie man auch an so manch modernen Bauernfängern sieht. Zudem lassen sich bei dieser Gelegenheit auch die unterschiedlichsten Gruppen unter das eigene Banner zwängen, denn man verfolgt dann als Gruppe das gemeinsame gute Ziel. In diesem Video möchte ich einige der ausgebliebenen Katastrophen und deren Auswirkungen rekapitulieren. Mit Blick auf die aktuellen Rohstoffpreise, gerade an den Tankstellen, möchte ich beim sogenannten Club of Rome den Anfang machen. Bei diesem Denkzirkel ehemaliger Großindustrieller handelt es sich um eine Gruppe von diversen internationalen Experten, welcher 1968 gegründet wurde. Der Club setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. Welch bescheidenes Ziel! Die Initiatoren waren der italienische Industrielle Aurelio Peccei und Alexander King. King war seinerzeit Direktor für Wissenschaft, Technologie und Erziehung bei der Pariser Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Peccei war Mitbegründer von Alitalia und hat das Fiat-Geschäft in Lateinamerika mit aufgebaut. Bei Olivetti und der Unternehmensberatung Ital Consult hat er auch leitende Positionen inne. Die erste globale mediale Öffentlichkeit wurde dieser Denkfabrik 1972 zuteil, als sie den Bericht »Die Grenzen des Wachstums« Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit publizierten. Es wurde geschlussfolgert, dass bei einer weiteren Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung der Rohstoffe die absolute Wachstumsgrenze im Laufe des nächsten Jahrhunderts erreicht ist. Des Weiteren stellten die Autoren die finstere Prognose in den Raum, dass die Kapazität der Erde, Rohstoffe zur Verfügung zu stellen und Schadstoffe zu absorbieren, bereits im Jahre 1980 den Zenit überschritten hätte. Lassen wir also die Zahlen sprechen. Die Statistik der Internationalen Energieagentur besagt, dass die Fördermenge für Rohöl im Jahre 2016 bei 930.324.645.000 Tonnen lag. Nun, wenn man diesen Zahlen glaubt, sieht es für mich nicht nach dem Peaköl aus, oder wie seht ihr das? Anmerken möchte ich an dieser Stelle, mir ist bewusst, dass die Ressourcen endlich sind. Allerdings wird bei solchen Dystopien immer mit dem Modus operandi Angst gearbeitet. Sonst würden sie wohl kaum eine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was ihr nun davon haltet, dass ein Zusammenschluss von Industriellen ihr Gewissen entdeckt und sich nun anschickt, die Welt zu retten, überlasse ich euch. Kennt ihr das? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man jedoch den Prognosen der Umweltapologeten aus den 80er Jahren glaubt, hätte das Waldsterben dafür gesorgt, dass es keinen Wald mehr zu betrachten gibt. Der Spiegel titelte am 16.11.81 Säureregen. Da liegt was in der Luft. Der Wald stirbt. Forstexperten warnten, in den Wäldern ticke eine Zeitbombe. Das Sterben von Tannen und Fichten wurde als Omen für eine Umweltkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß angesehen. Als Ursache für das nahende Ende der Flora
wurden die sauren Niederschläge ausgemacht, die Übeltäter waren schnell gefunden, Kraftwerke und Raffinerien. Erneut war es die Angst, welche einen breiten öffentlichen Diskurs in Gang setzte. Nutznießer waren hier unter anderem die Forschung, die sich über Mensegelder freuen durfte, als auch die Ökopopulisten. Ihr Weg in die Parlamente war geebnet. Wieso glaube ich jetzt, Muster zu erkennen? Im Ergebnis wurde die Einführung der Katalysatoren für den Verkehr als auch weitere Maßnahmen wie die Rauchgasentschwefelung fokussiert und auch Emissionswerte verschärft. Wie jeder andere weiß ich die Verbesserung der Luftqualität zu schätzen. Die Gelehrten streiten jedoch nach wie vor darüber, ob es das Waldsterben je gegeben hat. Wenn ich aus dem Fenster blicke, ist der Wald nach wie vor vorhanden. Allerdings ist dies ja nur ein subjektiver Eindruck. Kommen wir zu den Fakten. Die NASA veröffentlichte im Februar dieses Jahres eine Studie, die belegt anhand von Satellitendaten, dass die Welt innerhalb der letzten 20 Jahre buchstäblich grüner geworden ist. Treiber dieser positiven Entwicklung sind China und Indien. In China wird massiv aufgeforstet und in beiden Ländern wird intensiv Landwirtschaft betrieben. Bereits Mitte der 90er Jahre ließ sich diese Entwicklung anhand von Satellitendaten ablesen, allerdings konnte man hier noch nicht auf den Mensch als Ursprung für diese Entwicklung schließen. Die neuen Daten der 20-jährigen Langzeitmessung lassen nun diesen Schluss zu. Der Zuwachs der Pflanzen und Bäume entspricht der Fläche aller Amazonas-Regenwälder zusammen. Der Schaden durch den Raubbau am Regenwald wird allerdings nicht ausgeglichen, spielt aber auch an dieser Stelle keine Rolle. Ich bezweifle, dass das böse CO2 auf die Mittel der Brandrodung oder des Fällens zurückgreift. Immerhin müssen die Palmölplantagen für den Biotreibstoff ja irgendwo hin. Also an sich eine gute Nachricht, aber stopp, nicht zu eilig. Wir haben mal in der Schule gelernt, dass CO2 von der Flora aufgenommen wird. Auch hier habe ich diverse Forschungsergebnisse gefunden. Eins möchte ich euch präsentieren. Greenings of Earth and its Drivers. Diese Arbeit beschreibt die schnelle und dynamische Veränderung der Vegetation und deren Auswirkungen auf das globale Klimasystem. Demnach sei der sogenannte CO2-Düngereffekt bis zu 70% für die 25- bis 50%ige Zunahme der Grünflächen verantwortlich. Also ich für meinen Teil bin froh, dass das Waldsterben gestorben ist. Da bekanntlich alle guten Dinge drei sind, möchte ich noch auf einen weiteren Untergangspropheten eingehen. Die Rede ist vom ewigen Thronfolger der Wales, Prinz Charles. Seine Hoheit verkündete 2009 im Rahmen einer Grundsatzrede, dass der Preis für den Kapitalismus und den Konsum zu hoch sei. Die Welt befände sich am Rande eines Zusammenbruches. Vor dem geladenen industriellen Publikum brachte er seine Sorge um den Planeten zum Ausdruck. Wir hätten noch 96 Monate Zeit, um die Welt zu retten. Seine Berechnungen scheinen ebenso zuverlässig zu sein wie die Berechnungen zum Maya-Kalender. Der Adlige führte weiter aus, wir können uns den Konsum nicht mehr leisten, die Zeit der Bequemlichkeit sei vorbei. Seine Berater, führende Umweltschützer, sehen drohendes Unheil am Horizont aufziehen. Zudem bauen wir durch unsere Lebensweise Schulden bei der Natur auf. Er bezeichnet die Natur dabei als größte Bank und warnt vor dem Zusammenbruch. Hier gäbe es keine Bankenrettung mehr. An sich schon eine höchst interessante Wortwahl. Für mich klingt ein solches Gewäsch gerade aus dem Munde eines Adligen, dessen Familie selbst über Jahrhunderte von seines Volkes Arbeit lebt, einfach nur wie der blanke Hohn. Wasser predigen, Wein saufen. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit. Wir haben nur einen Planeten, eine Heimat, eine Biosphäre. Kann Angst ein guter Ratgeber sein, wenn es darum geht, sich der ökologischen Probleme anzunehmen? Oder lässt man sich gar im Namen der vermeintlich guten Sache instrumentalisieren? Wir haben Angst vor Prognosen, die mit fragwürdigen Modellen zustande gekommen sind. Die Probleme, die uns bereits jetzt betreffen, finden dabei anscheinend kaum einen Weg in die öffentliche Wahrnehmung. Woran könnte das nur liegen? Was denkt ihr? Ich freue mich, wie immer mit euch ins Gespräch zu kommen.
Mir ist bewusst, dass das Thema sehr kontrovers ist. Ob in den Kommentaren, auf dem Discord oder per Mail, bleibt euch überlassen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Videobeschreibung oder der Kanalinfo. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Like oder Dislike freuen. Teilt das Video und lasst mir ein Abo da. Für euch ein kleiner Klick, für mich ein großer Schritt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.